2. So, Kampf gegen Fatman. Wer erledigt den Fatman? Nur ich. So, schnell mal auswählen. Deine Bomben hier entschärfen. So, war da die nächste versteckt? Das ist doch so eine dumme. Hä? Wo sind die? Lol. Ach, die läuft noch. Dämlich. Warte, die Lüge. Warte, den knallen wir mal ein bisschen ab. Wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Oh, jetzt wird's knapp. Sprüh! Oh, Gott sei Dank. So, wenn er uns wieder entgegenkommt, kriegt er so die... Verdammt, wir waren zu langsam. Egal, wir wissen aber, wo seine drei Bombe liegt. Viele Bomben macht er denn? Als wenn ich nichts anderes zu tun habe, als diese scheiß Bomben zu entschärfen. Da ist eine Leere. Einfach. Die Bombe haben wir entschärft und das war's mit Fatman. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Jetzt haben wir genau eine Minute und 34 Sekunden, um die zu finden. Stellt euch mal den dümmsten Platz für diese Bombe vor. So zu sehen, ist diese Bombe richtig im Arsch. Du-dum-tsch. Er sieht auch cool aus. Er ist Boxhead. Good work, Ryan. Hey, Colonel, das ist gute Arbeit, Ryan. Du bist ein Arschloch, danke.
How you doing, kid? Hey, Snake. Ich meine, Plissken, wie geht's dir? Gut, weiter geht's nicht. With flying colors. Identify yourself. Unlike you, I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Was tun wir hier? Lauschen natürlich. Ordered by whom? Lass uns kämpfen. Why won't you identify yourself? Ja, diese Entscheidung. Hahaha. The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security guard will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. Da kommt der Bus. Inside too, I believe. The Navy man will have a handcuff. Whoops.
Why did they have to bring the football along? Warum muss ich die Seitentasche? Weil da die Pläne von Metal Gear drin sind und ja. Metal Gear? The very same. My Metal Gear cable from the airport, Shadow Moses in free. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Colonel. Hey Colonel, so langsam musst du doch eine Telefonrechnung haben, das geht ja gar nicht. Schon machen wir hier mal nach diesen ganz vielen Cutscenes einfach mal weiter. Wohin ich gehen soll oder was ich... runter. Ach so, jetzt sollen wir in Kern Nummer 1 eindringen. Ja, klar. DE Connecting Bridge. Bridge. So, jetzt kommt mal woanders hin. Hast du fein gemacht. Geht's weiter? Nein, jetzt weiß ich, was wir erstmal machen müssen. Wir müssen erstmal die AK finden. Damit uns diese Vollspackos in dem Kern nicht entdecken. Oh, 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 jetzt aber schnell! Ah, fein gemacht. So, um nochmal auf die Spiele zurückzukommen, die wir spielen wollen, werden uns die Infos geben, die ihr sehen wollt, die Spiele. Von mir wisst ihr das ja. Aber Basti könnte es euch auch erklären. Wenn ihr wollt, er sitzt ja neben mir. Also, wir fragen ihn mal, Basti, möchtest du den Fans das erklären, was du selber spielen willst? Jetzt? Na, willst du das Ding erstmal aussetzen? Ich kann so lange weiterspielen, also kein Problem. Ja gut, wir wechseln mal. Hallo Leute! Ja, ihr wollt wissen, oder zumindest wollt ihr nicht wissen, aber egal, ich sag's einfach mal. Ihr wollt halt nur mal wissen jetzt, wann meine Spiele kommen und was für Spiele kommen werden. Also auf jeden Fall erstmal Dead Space, das ist schon mal sicher. Bei Far Cry 3 bin ich mal nicht so ganz sicher und ich muss selber erstmal durchspielen. Ich hab das mir nicht weggegeben und da war ich noch gar nicht fertig. Das war richtig mies, naja. Nach Modern Warfare,
denke ich mal, ist das schwankig, sag ich mal. Ich schwanke zwischen Battlefield 3 und Call of Duty Black Ops 2. Ich weiß es halt noch nicht ganz. Aber mein Blockbuster wird halt, wie schon gesagt, von Jan, der Landwirtschaftssimulator sein. Ich habe ihn. Also, meine Rekordzeit auf dem PC ist ein ganzes Jahr. Der Landwirtschaftssimulator 11. Ich finde dieses Spiel einfach zu genial mit den ganzen Mods. 10.000 verschiedene Mods und es macht einfach immer wieder Spaß. Okay, es ist nicht wie Crysis 3 oder Modern Warfare 3 oder sonst was. Solche großen Blockbuster, Ego-Shooter, Third-Person-Shooter oder Strategiespiele, keine Ahnung, aber eins kann ich schon sagen, ich werde es machen und ich werde nicht nur ein Video machen, nicht nur zwei, ich werde bis zu 100 Videos gehen, ich werde alles vorstellen, ich werde alles tun, ich werde mir so gut wie alle Mods runterladen, die gehen und ja, ich werde auf jeden Fall da drinnen über alles quatschen, über jedes Thema. Ihr könnt mich über Sachen... Lasagne. Über Lasagne, genau, über Lasagne, das ist doch kein Problem. Auf jeden Fall, würde ich mal meinen, könnt ihr mich auch über alles fragen. Auch jetzt an Jan fragen, denn... Nicht zum Landwirtschaftssimulator. Oder zum Landwirtschaftssimulator, oder zu irgendeinem Spiel. Ja, also genau, oder zu Lasagne-Rezepten, das... Kann ich euch auch geben, weil ich bin stolzer Lasagne-Fresser. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Spiel, deswegen werde ich mir das auf den Xbox holen. Ich war total happy, wo ich das gehört habe, dass es überhaupt für die Xbox rauskommt. Das ist ja mal eine ganz neue Rubrik für die Xbox. Und am Ende wird es sogar der größte Verkaufshit für die Xbox. Wenn ich mir überlege, 1 Million Mal wurde der 11. verkauft, in ein Wochenende. Und das nur in Deutschland, dann sage ich nur zu den Xbox-Spielern, ja, viel Spaß und kaufen! Ja, ich gebe dann mal wieder ab zum Jan. Jetzt haben wir mal eine hektische Situation, einfach so mal ganz schick gemeistert. Sind über diese geile kleine Brücke gerusht. Na klar, hier wird... Ja, jetzt sind wir in Kern Nummer 1. Ja, jetzt werden wir natürlich wieder angerufen von Rose.